Es ist dieses Buch, das aktuell für Schlagzeilen sorgt. Hitlers Vater, vom Linzer Politikhistoriker Roman Sandgruber. Mitte Februar erschienen, ist es mittlerweile ein Bestseller und das auf der ganzen Welt. Interviewanfragen hat es etwa von einer der größten amerikanischen Tageszeitungen gegeben, der Washington Post. Ich bin schon überrascht vom Erfolg. Es hat natürlich jeder gewusst, das Buch wird gehen. Einerseits, man hat neue Quellen, andererseits, es gibt einen Bedarf über Hitlers Jugend, gibt es nicht allzu viel, aber dass es eine derartige weltweite Resonanz findet, von China bis in die USA und von Peru bis natürlich Mitteleuropa und Deutschland, das überrascht mich und überrascht auch den Verlag. Der Inhalt: 31 Briefe von Adolf Hitlers Vater Alois. 126 Jahre sind diese Briefe auf einem Dachboden verstaubt. Vor 3 Jahren hat sie dann Roman Sandgruber bekommen. Der ist zu Beginn aber noch skeptisch gewesen. Als Historiker, der in Oberösterreich nicht unbekannt ist, kriegt man verschiedene Sachen angetragen. Und auch in dem Fall wusste ich nicht wirklich, was dahinter steckt. Erstens muss man bei Hitler immer den Verdacht hegen, dass man hier mit Fälschungen konfrontiert wird. Zweitens ist natürlich nie von vornherein zu erkennen, wie bedeutsam das ist, wie groß der Bestand ist und wie originell. Und ich habe mir dann einmal durchgesagt, jetzt schauen wir es einmal an, nach einiger Zeit, und habe also Kontakt aufgenommen und war eigentlich dann sofort überzeugt, daraus kann man was machen. Das Buch gibt Einblicke in die Familiengeschichte des späteren Diktators, was für ein Mensch Hitlers Vater war und wie er schon früh seinen Sohn Adolf geprägt hat. Wie gehen Eltern mit Kindern um? Wie leben Eltern ihre Beziehungen? Wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse? In welchem Milieu steht man da drin? Das ist schon sehr, sehr interessant, auch wenn man natürlich keine hohen Erwartungen daran knüpfen, dass man daraus den Zweiten Weltkrieg oder den Holocaust oder die Judenvernichtung und Vertreibung erklären könnte, dass es dazu kommt. Das ist nicht möglich. Man kann nur sagen, ja, was sind die Wurzeln? Und man fragt eben nach verschiedenen Strängen und sieht eben also dann auch sich konfrontiert mit verschiedensten Hypothesen, zu denen man dann wieder ein Puzzle, ein kleines beiträgt. Etwa die Schulzeit von Adolf Hitler in Linz. Brisant: 3 der führenden Nationalsozialisten des Deutschen Reichs sind in dasselbe Linzer Gymnasium gegangen, in die Fadinger Schule. Nicht nur Hitler, sondern auch Kaltenbrunner und Eichmann. Alle 3 sind Absolventen der Realschule bzw. des Realgymnasiums. Und damals gab es 5 Gymnasien in Linz. Warum gerade die Realschule? Das ist also irgendwo doch ganz interessant. Ebenso das politische Milieu im Linz der Jahrhundertwende. Laut Roman Sandgruber sicherlich mitentscheidend für Adolf Hitlers Entwicklung. Dieses deutschnationale Klima, dieser ungeheuer starke Antiklerikalismus, der in diesem katholischen Land herrscht, dieser sehr starke Antislawismus und Nationalismus, der in diesem Land herrscht, das eigentlich fast rein deutschsprachig ist, und auch dieser Antisemitismus, der hier aufbrandet, obwohl es eigentlich relativ wenige Juden in Oberösterreich gegeben hat. Aber in Oberösterreich wird dieser Antisemitismus ganz groß. Und das ist doch überraschend und hat Auswirkungen. Was davon Hitler aufgenommen hat konkret, kann man nicht beweisen. Man kann nur zeigen, ja, er war schon in Oberösterreich antisemitisch gestimmt und hat das mitgenommen. Eigentlich hat sich natürlich wahrscheinlich verstärkt und verändert, aber er hat das mitgenommen bis in sein politisches Programm hinein. Lange Zeit hat man über die Kindheit und Jugend Adolf Hitlers nichts gewusst. Die Briefe seines tyrannischen und gewalttätigen Vaters ergeben aber ein Bild. Ein Bild, das Roman Sandgruber in seinem Buch nun fertig gezeichnet hat und eine erste Antwort gibt. Wie es dem jungen Sohn eines Zollbeamten,
der Massenmörder wurde, der für den Tod von 50 Millionen Menschen verantwortlich war.